Peter und der Wolf. Peter und der Wolf ist eigentlich ein musikalisches Märchen von Sergei Prokofjew, aber auch ohne Musik ist das eine sehr spannende Geschichte. Hört einmal zu. Früh am Morgen öffnet Peter die Gartenpforte und geht hinaus auf die große grüne Wiese. Auf einem hohen Baum sitzt ein kleiner Vogel, einer von Peters Freunden. Ach, ringsum ist alles so herrlich still, zwitschert er vergnügt. Eine Ente kommt angewatschelt. Sie ist froh, dass Peter das Gartentor offen gelassen hat und beschließt, im Teich auf der Wiese ein Bad zu nehmen. Der kleine Vogel sieht die Ente, fliegt zu ihr ins Gras und schlägt geringschätzig mit den Flügeln. Was bist du denn für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst? Sagt er. Worauf die Ente erwidert, ja, was bist du denn für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst? Und steigt ins Wasser. Sie streiten noch eine gute Weile und dabei schwimmt die Ente in ihrem Teich und der kleine Vogel hüpft immer am Rand entlang. Plötzlich erschrickt Peter. Er sieht, wie die Katze durchs Gras schleicht. Und die Katze denkt, der Vogel streitet sich gerade herum, da werde ich ihn mir mal schnappen. Und lautlos auf Samtpfoten schleicht sie sich heran. Pass auf, ruft Peter, und im Nu ist der kleine Vogel auf dem Baum. Die Ente schnattert von der Mitte des Teichs die Katze wütend an. Die Katze streicht nun um den Baum herum und überlegt, lohnt es sich, so hoch aufzuklettern? Bis ich oben bin, ist der Vogel schon längst weg. Da kommt der Großvater aus dem Haus. Der ist ärgerlich, weil Peter auf die Wiese gelaufen ist und das Gartentor offen gelassen hat. Das ist gefährlich. Wenn nun der Wolf aus dem Wald kommt, was dann? Peter aber stört sich nicht an den Worten des Großvaters und meint, dass Jungen wie er doch keine Angst vor Wölfen haben. Aber der Großvater nimmt Peter an der Hand, sperrt das Gartentor zu und geht mit Peter ins Haus. Und wirklich, kaum ist Peter fortgegangen, da kommt aus dem Wald der große graue Wolf. Schnell klettert die Katze auf den Baum. Die Ente fängt an zu schnattern und in ihrer Aufregung springt sie aus dem Wasser. Aber wie schnell sie auch läuft, der Wolf ist schneller. Schon kommt er näher und näher, holt sie ein, packt sie und schlingt sie hinunter. Und so sieht es nun aus. Oben auf dem Baum sitzen die Katze und der kleine Vogel, natürlich weit genug weg von der Katze. Und der Wolf wandert immer wieder um den Baum und starrt die beiden mit gierigen Blicken an. Peter steht die ganze Zeit hinter der verschlossenen Gartentür. Er sieht alles mit und hat überhaupt keine Angst. Jetzt rennt er ins Haus, holt ein starkes Seil und klettert auf die Gartenmauer. »Flieg«, sagt Peter zu dem kleinen Vogel, »flieg runter und dem Wolf immer um die Nase rum. Aber pass auf, dass er dich nicht schnappt.« Der kleine Vogel streift mit seinen Flügeln schon fast die Schnauze des Wolfs, der jetzt wütend nach allen Seiten springt, um ihn zu fangen. Wie der kleine Vogel den Wolf zur Verzweiflung treibt und wie gern würde der ihn packen. Aber der Vogel ist flinker und der Wolf schnappt ins Leere. Inzwischen hat Peter aus dem Seil eine Schlinge gemacht und fängt damit den Wolf. Und schnell zieht er die Schlinge zu. Der Wolf merkt, dass er gefangen ist. Er springt wie wild umher und versucht, sich loszureißen. Aber mit jedem Sprung zieht er die Schlinge nur noch fester zu. In diesem Augenblick kommen Jäger aus dem Wald. Die sind dem Wolf auf der Spur und schießen nun mit ihren Flinten. Aber da ruft Peter, ihr braucht doch gar nicht zu schießen.
Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf doch schon gefangen. Helft uns lieber, ihn in den Zoo zu bringen. Und nun seht euch den Triumphzug an. Ganz vorn Peter, hinter ihm die Jäger mit dem großen grauen Wolf und am Schluss der Großvater mit der Katze. Der Großvater schüttelt ärgerlich den Kopf. Naja, aber wenn Peter den Wolf nun nicht gefangen hätte, was dann? Und der kleine Vogel zwitschert vergnügt. Was sind wir doch für tolle Kerle, Peter und ich. Seht mal, wen wir gefangen haben. Und wer ganz genau hinhört, der kann noch die Ente im Bauch des Wolfs schnattern hören. Denn der Wolf hatte sie in seiner Gier lebendig verschlungen.